Hey, heute habe ich für euch einen DM-Haul. Viele von euch möchten gerne, dass ich schneller mache mit dem Intro, manche möchten es gerne langsamer. Und heute geht es etwas langsamer, denn ich wollte mal fragen, kommen alle meine Videos bei euch in die Abo-Box? Weil irgendwie sind meine Videos im Moment nicht ganz so gut geklickt, vor allem Vlogs. Vlogs werden bei mir sowieso nicht so gut angesehen. Aber im Moment ist es so krass nach unten gegangen, dass ich mich frage, ob das an dem Fehler liegt oder ob es daran liegt, dass ihr mich nicht mehr sehen wollt. Schreibt mir das also bitte mal in die Kommentare, weil mich das sehr interessiert. Und dann würde ich sagen, starte ich jetzt mit den Produkten. Zuerst einmal habe ich diesen Pinsel hier neu geholt und ich habe den gesehen und dachte mir direkt, den brauche ich auf jeden Fall. Das soll eigentlich ein Highlighter-Pinsel sein. Aber es gibt so einen Pinsel von Zoeva und bisher habe ich es einfach nicht eingesehen, das Geld dafür auszugeben und der sieht dem einfach ziemlich ähnlich. Und ich möchte den verwenden, um meinen Concealer zu setten und ich bin schon ganz gespannt, wie der ist. Ich packe den mal gerade aus und guck mal, wie der sich so anfühlt. Okay, so sieht er aus, wenn man ihn aus der Packung holt. Der fühlt sich ein bisschen borstiger an, sieht aber so aus, als würde er keine Härchen verlieren. Ja, könnte sich ganz gut anfühlen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und werde euch berichten. Als nächstes habe ich mir ein Trockenshampoo geholt und das ist neu im Sortiment. Das ist von Got2b, das Trockenwäsche-Trockenshampoo. Und hier steht vor allem Volumen und das ist mir das Wichtige daran. Ich wasche mir meine Haare eigentlich so regelmäßig, dass ich gar nicht erst so einen fettigen Kopf bekomme. Deswegen brauche ich das eigentlich nicht. Aber ich habe teilweise sehr plattes Haar, vor allem wenn ich das Luft trocknen lasse. Wenn ich dann einfach mit nassen Haaren schlafen gehe, dann sind die Haare morgens so angepappt. Und dagegen muss ich definitiv was tun, weil das sieht einfach total scheiße aus. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Problem auch habt und falls ja, wie ihr das denn gelöst habt. Denn vielleicht kann ich mir von euch noch ein paar Tricks abholen, dann können wir uns mal so ein bisschen austauschen. Jedenfalls hoffe ich, dass das hält, was es verspricht. Und falls es gut ist, werde ich euch nochmal etwas darüber erzählen. Ich mag sehr gerne die Marke Trended Up und deswegen habe ich mir hier den Camu Concealer geholt. Ja, der sieht so aus. Das ist eine ganz coole Verpackung. Die sieht immer sehr, sehr edel aus. Das ist die Nummer 010, also der hellste Ton. Ich hole mir an Concealer immer den hellsten Ton, weil das Ganze ja gehighlightet aussehen soll. Und ja, ich bin gespannt, ob der denn wirklich deckt. Mir ist gerade eingefallen, ich habe den eben gekauft und habe den gar nicht getestet, weil ich mag einfach, Trended Up, wie gesagt, sehr gerne. Oh, der ist sehr schön dickflüssig. Okay, also jetzt gerade sieht es für mich auch so aus, als wäre er etwas deckender. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht. Falls ich dran denke, letztens haben sich ein paar von euch beschwert, dass ich nicht immer alles einblende, was ich sage. Falls ich es dieses Mal nicht vergesse, dann werde ich euch einblenden, wie das jetzt auf meinem Handrücken aussieht. Und falls ich es nicht mache, dann bitte sagt mir nicht böse. Als nächstes habe ich etwas zum Essen geholt und das ist Vegan und Warm. Und das ist die schnelle Tassenmahlzeit Thai Curry. Ich mag sehr gerne Thai Curry und ich bin Vegetarierin. Also ich brauche nicht unbedingt vegan, aber das fand ich jetzt mal ganz interessant. Ich habe mir hinten mal durchgelesen, was da drin ist. Das hat sich jetzt alles gesund angehört. Das Einzige, was sich nicht gesund angehört hat, das habe ich aber noch nicht gegoogelt, ist Maltodextrin. Ansonsten stehen hier ganz normale Zutaten und ich bin ganz gespannt, wie das schmeckt. Also hier steht gar nichts von Konservierungsstoffen oder so. Und deswegen habe ich gedacht, kann ich es einfach mal mitnehmen, wenn ich keine Zeit habe, mir was für die Arbeit zu kochen oder so. Und ich werde mir das auch morgen definitiv für die Arbeit mitnehmen. Das Ganze muss nämlich nur mit 120 ml kochendem Wasser übergossen werden. Und dann soll das nach 5 Minuten ziehen wohl schmecken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hier habe ich jetzt auch nochmal was für den Haushalt. Und zwar habe ich von Denk mit Rohrreinigergranulat geholt mit der Kraftformel, denn ich habe eine ebenmäßige Dusche, weil hier alles behindertengerecht ist in der Wohnung. Und wenn ich dusche, ist mittlerweile eine riesengroße Überflutung da, weil mein ganzer Abfluss einfach total verstopft ist, weil ich da Haare vom Louis schon reingespült habe, weil meine Haare da reinkommen. Pauls Haare sind ja auch lang und ich glaube, das ist auf Dauer nicht ganz so gut, weil ich auch kein Sieb habe für darüber, weil das halt, wie gesagt, so alles ebenmäßig ist. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das mal da rein. Ich werde es gleich direkt testen und hoffe, dass die Verstopfung dann weg ist. Falls ihr einen guten Rohrreiniger kennt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, beim letzten DM-Haul hatte ich dieses Produkt hier auch in der Hand. Und zwar ist es von Balea das Duschöl. Mein Duschöl ist jetzt bis hierhin schon leer und ich finde es wirklich mega, mega toll. Ihr wisst, ich nehme eigentlich immer von Babylove dieses Baby-Shampoo, was ich auch immer noch gut finde. Aber das hier finde ich noch viel pflegender für die Haut.
Haut und ich habe sogar schon zweimal vergessen, mich einzucremen. Das passiert mir nie. Das heißt, meine Haut tut das wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich habe danach nicht mehr das dringende Bedürfnis, mich einzucremen. Meine Haut spannt nicht mehr. Und deswegen musste das ganz, ganz dringend wieder in meinen Einkaufswagen. Hier habe ich nochmal was von Trended Up. Das hole ich mir jetzt auch nach, weil meine Packung fast leer ist. Und zwar ist das das Expert Finish Powder. Das ist so ein weißliches Puder. Und das kann man einfach zum Setten von Concealer nehmen. Das pappe ich mir dann hier unter die Augen und bake das so ein bisschen, mache das dann ab und dann ist das Ganze matt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das trocknet nicht zu sehr aus. Man muss sich erstmal dran gewöhnen irgendwie. Aber ja, das Produkt gefällt mir sehr gut, vor allem, weil es ganz verschwindet. Also es hinterlässt nicht so einen ekelhaften weißen Film, dass man danach aussieht wie so ein Geist. Für meinen Hund war dieses Mal auch wieder etwas dabei. Und zwar habe ich ihm 18 Kaustangen geholt aus reiner Rinder-Rohhaut. Diese Packung, die ist immer ratzfatz leer, weil ich gebe dir immer sehr, sehr viel zum Kauen, damit seine Zähne auch gut bleiben und damit er da nicht so große Probleme haben wird mit Zahnstein oder so, weil ich nicht möchte, dass der irgendwann unter Narkose gesetzt werden muss, weil ihm da irgendwas entfernt werden muss. Ich weiß, das ist auch alles viel genetisch bedingt, aber man kann ja mal vorsorgen und es schadet ja auf jeden Fall nichts. Und ja, die schmecken ihm auf jeden Fall ganz gut. Als nächstes habe ich mir dieses Produkt geholt. Das habe ich jetzt nochmal nachgekauft. Das ist mein Lieblingsprodukt des Jahres 2017 bisher. Und zwar ist das von BB, der Soft and Lovely Deo Balsam. Und ich hatte das Ganze schon mal in einer Box drin und habe das Ganze getestet. Und ich bin richtig überzeugt von diesem Deo. Es ist ohne Aluminiumsalze, was schon mal super gut ist. Googelt das auf jeden Fall mal, falls ihr noch nicht so viel darüber wisst. Versucht immer ein Deo ohne Aluminiumsalze zu bekommen, weil das einfach viel besser für unseren Körper ist. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, für mich ist das das beste Deo, was ich bisher hatte. Und ich habe zum Paul letztens gesagt, das ist das beste Deo der Welt und sowas. Und dann habe ich es irgendwann nochmal gesucht. Meinte er, was suchst du? Dann meinte ich, mein Deo. Meinte er, das beste Deo der Welt. Ich so, ja, genau das. Und seitdem sagen wir immer, Paul, wo ist das beste Deo der Welt? Wenn ich das wieder suche, weil ich suche oft meine Sachen. Und ja, also das heißt schon was. Wenn ihr es seht, testet es. Mich persönlich hat es überzeugt. Als nächstes habe ich mir wieder was zum Essen geholt. Eigentlich bin ich nicht so der Tütenfan. Ich mache eigentlich alles selber. Aber wenn es mal richtig schnell gehen muss, dann kann sowas halt auch mal herhalten. Und hier habe ich mir jetzt Bio-Falafel geholt. Das ist halt quasi schon so ein fertiger Teig. Den muss man nochmal mit Wasser übergießen und dann kann man das Ganze zu Bällchen formen und anbraten. Ich bin mal ganz gespannt, wie das schmeckt. Ich mag Falafel nämlich unglaublich gerne. Als nächstes habe ich auch nochmal Schwämme mitgenommen, denn ich habe keine Spülmaschine, die passt leider nicht in meine Küche rein. Meine Küche ist nämlich direkt hier im Wohnzimmer. Die ist wirklich mini klein, das werdet ihr aber bald in meiner Wohnungstour sehen. Ich weiß, ich habe schon lange versprochen, dass sie online kommt, aber jetzt bald kommt sie wirklich. Ich bin zwar immer noch nicht fertig hier mit der Wohnung, keine Ahnung, was ich hier mache, aber es dauert nicht mehr lange, also noch ein bisschen Geduld. Hier habe ich jetzt noch zwei Produkte. Eins davon ist von Catrice und das ist die HD Liquid Coverage Foundation in der Farbe 020. Ich habe die Foundation schon mal geholt. Meine Foundation ist auch noch nicht leer, aber falls sie bald leer gehen sollte, habe ich jetzt auf jeden Fall schon einen Nachzügler. Denn ja, das ist für mich die beste Foundation, die ich jemals hatte. Die ist sehr leicht und trotzdem deckend. Ich habe sie auch gerade drauf. Ich mag sie sehr, sehr gerne und kann sie euch definitiv ans Herz legen. Zu guter Letzt habe ich mir noch dieses Produkt hier geholt. Das ist auch wieder von Trended Up. Eigentlich hätte ich fast einen Trended Up Haul machen können. Das hier ist jetzt ein Powder Blush in der Farbe 020. Das ist wirklich so eine coole Farbe. Was mir besonders gut daran gefällt, ist, dass da Glitzerpartikel drin sind. Ich mag das sehr gerne, wenn die Wangen schön glitzern. So matt finde ich irgendwie langweilig. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt wieder dafür entschieden. Und ja, das waren dann jetzt auch schon alle Produkte, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe natürlich, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, ciao!